Mein Name ist Nils Schwandes und ich führe den Chevrolet-Betrieb fort, den ich von meinen Eltern quasi übernommen habe. Bin jetzt 44 Jahre alt und wir haben hier auf 70 Hektar 60 Chevrolet. Dieses Jahr 2018 haben wir hier den Mutterkuhstall gebaut, der ist dieses Jahr dann fertig geworden in 2019. Und die Buchten sind so gebaut, dass wir hier 45 Mutterkühe mit Kälbern unterbringen können. Ja, der Stall wurde eingerichtet von der Firma Patura. Die Vorschläge und auch das Konzept hat Patura mit mir zusammen erstellt. Die Stalleinrichtung haben wir alles selbst montiert und selbst eingebaut. Wenn auch mal ein Maß nicht so ganz hundertprozentig ist, kann man durch dieses Schubsystem die Weide doch immer so einstellen, dass es immer wieder passt. Das hat mir sehr gut gefallen und auch die Planung und auch der ganze Betrieb. Wir waren vor Ort im Werk und haben uns da die Sachen angeschaut und da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Und auch was der Vertrieb und auch die Zusammenarbeit und mit der Absprache von Patura, das hat mir auch sehr gut gefallen. Bei den Fangfressgittern haben wir dieses Schubsystem gewählt. Zur anderen Auswahl stand noch das Schwedenfangfressgitter. Das wurde mir aber abempfohlen, für Mutterkühe sei es nicht so stabil. Und dieses System habe ich in Frankreich gesehen. Und ich habe es deswegen gewählt, wir haben hornlose und gehörnte Tiere. Wenn ich das Fangfressgitter für ein gehörntes Tier einstelle, hat es ja das, durch die Hörner mehr Platz zu brauchen. Und ein hornloses Tier, wenn die Öffnung zu groß ist, dann rutscht es wieder raus. Und so kann ich das auf Schließen stellen. Die Tiere gehen alle rein und ich kann diese Halsweite verstellen, an jedes Tier angepasst, an die Halsweite wirklich. Nicht an die Kopfgröße, sondern an die Halsweite. Und so kann ich dann beim Tierarzt oder Trächtigkeitsuntersuchungen, kann mir kein Tier mehr entweichen. Bei der Anlieferung von der Halsweitenvorrahmen haben wir festgestellt, dass sie nicht ganz in Ordnung waren. Ich habe dabei Patura angerufen, sie wurden sofort anstandslos in neu umgetauscht. Es gab da keinerlei Probleme. Bis Ende November, manchmal auch Ende Dezember, sind unsere Tiere, je nach Witterung, außerhalb des Stalles untergebracht, auf Weiden. Und da vertrauen wir auch auf die Patura-Zaunsysteme, Elektrozaunsysteme und auch Weidezaungeräte von Patura. Rinderhaltung oder Zuchttierhaltung im Rinderbereich ist eigentlich eine Herzensangelegenheit. Wer Geld verdienen will und schnelles Geld verdienen will, der soll eigentlich keine Landwirtschaft betreiben, sondern das ist eine Herzensangelegenheit, das kommt von hier. Und nicht ums schnelle Geld zu machen.